So, ich bin im Berg am Morgen, steigt man in diese Funikulade ein. So, Bergamo hat eine sehr schöne Altstadt. Die Mauern sind sogar schon im UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Ich gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch. Vespa! Juhu! Das ist schön hier, ganz alte Gemäuer. Toll. Beweg mich mal zum Dom rüber. Hier ist so ein niedlicher kleiner Marktstand. Oder was ist das sonst? Das kann ja wohl keine Toilette sein oder so. Ganz dunkel hier teilweise. Da oben sind schöne Blumen. Die italienischen Städte bieten immer wieder diese überraschenden Ansichten. Sieht immer wieder schön aus. Man kommt irgendwo hin und bam, es ist schön. Da-da! Palazzo del Podestà. Und hier ist die Kathedrale auch schon. Alles ganz dicht beieinander. Gehe ich mal rein. Dieser Mann scheint die Säule zu tragen. Die steht zwar auch auf der Löwenuhr, aber sicherheitshalber steht da auch noch mal einer drunter. Da ist noch ein Mausoleum. Curia Episcopi. Dies ist einer der ältesten Straßen der Stadt. Die ist doch ganz schön lang. Es gibt dort einen ganz bombastischen Ausblick über die Landschaft. Wir sind ja hier in der Altstadt, die ist die, auch die Hochstadt genannt. Hier ist die Uni von Bergamo. Università degli Studi di Bergamo. Die Schulklassen machen mit ordentlich Krach. Die laufen hier durch. Viele kleine verwünschte Läden und Restaurants gibt es hier auch.
nochmal ein schöner Platz und dann geht es auch schon raus auf die andere Seite, oder? Ist das noch ein Gebäude? Hier ist das Naturkundemuseum. Unschwer zu erkennen an den Dinosauriern. So ein Ding möchte man eigentlich nicht begegnen. Aber ist ja auch unwahrscheinlich. So, die Zitadelle kommt aus den Jahren 1333 bis 1428. Visconti-Regierung. Und da gehen wohl jetzt auch die ganzen Kinder rein. Ich gehe wieder raus. So dumme Tiefen, Bergen. Man sieht es vielleicht nicht, aber da hinten guckt so ein ganz kleiner Zipfel noch aus den Wolken raus. Dies ist einer der ältesten Türme von Bergamo, der schon so um 900 gebaut wurde, dann aber 1200 noch weiter ausgebaut. Ich gehe mal durch diese Gasse hier weiter durch. Das können ja hier nur die alten Stadtmauern sein, würde ich sagen. Nein, das sind die alten Stadtmauern. Dort, runter. Schöner Blick. Und hier sieht man auch noch eine Seilbahn, die hier hochgeht. Toll. Da sieht man nochmal schön die Stadtmauern.